Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal Jetzt ist Welt, Reportage mehr. Ja, heute ist Samstag und es gibt ein kleines Infovideo, kurz und schmerzlos. Dies habe ich mit dem Handy aufgenommen. Ich habe ein paar Züge getestet für morgen und naja, seht selbst. Wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem kleinen kurzen Clip. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, nette Kommentare, Kritiken könnt ihr auch da lassen. Und denkt daran, morgen Livestream 12 Uhr. Film ab. Ich bin gerade dabei, die Anlage zu reinigen und natürlich einige Loks fit zu machen. Ne? Und natürlich habe ich mir auch mal die Knödelpresse komplett vorgenommen, habe sie komplett zerlegt. Und gereinigt und gemacht und gemehrt. Und ja, jetzt staune ich nicht schlecht. Jetzt fährt sie nicht nur sehr gut, sondern lassen wir mal den kurzen Orient bald Express oder umgekehrt abfahren. Aber bitte in die richtige Richtung. Kommt also morgen auch zum Einsatz, ne? Muss dann bloß den passenden Zug finden, weil ich muss hier ab und zu mal ein bisschen dazwischen funken. Nehme ich jetzt gleich. Also die fährt wieder tadellos. Und nicht nur das. Guckt mal, wie viele Wochen da dran sind. Jetzt mal ein bisschen Gas geben. Sieht doch schon geil aus. Und ja, ich fahre in die falsche Richtung. Ihr wisst ja warum. Aber, wie ihr seht, fährt die den Berg hoch mit 7 Wagen. So, jetzt müssen wir abbremsen. Denn wir wollen ja nicht, dass die schönen Wagen vom Berg runterbotzeln. Also runter mit der Geschwindigkeit. So geht's. Ja, da staunt der Laie nicht schlecht, wa? Die schafft tatsächlich 7 Wagen den Berg hochzuziehen, ohne zu rutschen. Respekt. Und die ist ja nicht immer schwer, die Locke, das wisst ihr. Die ist ja nicht mal schwer. Im Hintergrund läuft übrigens die Kassette vom Christian aus H. Die kommt auch zum Einsatz morgen. Und mir ist egal, ob es da geclaimt wird oder nicht. Ich verdiene kein Geld mit meinem Stream. Na? Aber das begreifen manche nicht. Siehe auch der letzte Kommentar unter dem Quasselvideo vom Freitag. Ne? Da hat wieder so ein netter Mensch darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit meinem Stream Geld verdiene. Nein, mein Freund, ich verdiene kein Geld mit meinem Stream. Schon alleine, weil Musik läuft. Ne? Auch mit dem Video, was ich jetzt gerade mache, verdiene ich kein Geld. Weil Musik läuft. Verstehst du das? Ja, ich hoffe, das verstehst du. Ja, Freunde, aber was fährt nicht einen Berg hoch? Und kann auch leider nicht eingesetzt werden für meine schöne kurvenreiche Strecke. Na, was denkt ihr wohl? Das war eigentlich das, was ich testen wollte. Ja, ich würde mal sagen, das hier. Mein schönes Krokofan. Das könnt ihr knicken, Freunde. Das kommt absolut nicht den Berg hoch und wieder runter. Hier ist es kein Problem. Kein Problem, 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 Problem. Zack, Vorläufer weg, raus. Vorläufer, Vorläufer raus. Und dann springt sie hier komplett raus. Manchmal bleibt sie sogar noch ein Stückchen drin, da fährt sie bisher her. Aber hier, die Stelle, da ist Schluss. Da fliegt sie komplett raus. Die Kurve kann ich nicht noch weiter entschärfen. Ihr seht, wie weit das Gleis jetzt schon in der Mitte ist. Reingerückt worden, ne? Weiter reinrücken kann ich es nicht. Ich denke, so werde ich dann auch, wenn dieser Gips endlich mal da ist, das hier noch fertigstellen, ne? Dass das dann hier alles perfekt liegt. Aber gut, das ist noch nicht zu Ende, ne? Jetzt teste ich als nächstes die moderne Variante des Erzzuges oder Kieszuges und das ist natürlich mit der Cargo, ne? Mit der hier, Doppeltraktion.
Und das sollte gehen. Die sind ja noch im Einsatz, die Kieswagen. Ich hatte aber noch nie getestet, Leute, ob die neue Kreuzung auch mit den Wagen kompatibel ist. Ne? Diese schönen Lima-Wagen, ihr wisst schon, die immer so schön Probleme machen bei bestimmten Weichen. Und meine schönen Kieswagen hatte ich eben noch nicht getestet, wie sie den Berg hochfahren und den Berg wieder runterfahren. Und das werde ich jetzt als nächstes machen. Ja, da baue ich den Zug jetzt mal auf und lasse den dann hier auf dem Gleis langfahren. Doppeltraktion, Schweizer Cargo, 482 und 484. Jetzt habe ich es aber. Die beiden in Kombination mit Magnetkupplung, damit sie sich auch nicht verlieren. Und den gesamten Kieszug so rum, Berg hoch. Was denkt ihr, ob es klappt oder nicht? Lassen wir uns überraschen. Bis gleich, Freunde. Da ist der Erzzug oder Kieszug. Jetzt haben wir noch die 484 dran. Das ändere ich aber wieder, weil die ist schwächer. Die kommt gerade so einen Berg hoch. Doppeltraktion brauchen wir nicht, denn ich zeige euch gleich warum. Die 482 schafft das ohne Probleme. Aber wir haben ein anderes Problem, und zwar die Lima-Wagen selber. Ihr könnt es euch schon denken, oder? Ja, da ist es. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, denn ich dachte, der kommt jetzt einfach drüber, aber das geht nicht. Also wird das nichts. Also mit der Lok, meine ich jetzt. Weil die Wagen selber laufen zum Teil, ne, zum Teil laufen sie über die Kreuzung drüber mit ganz, ganz, ganz vorsichtigen Drüberfahren. Das ist ja blöd, wenn dann der E-Gegenzug dann immer langsam fährt. Also das kann man vergessen. Ne? Die hier kann man auch vergessen. Fällt also aus. Also das ist jetzt hier nicht geplant gewesen. Denn ich habe es jetzt 3-4 Runden getestet. Da hat es geklappt. Und jetzt klappt es plötzlich nicht. Ist halt ein Problempunkt, diese wunderbare Kreuzung. Hier ging es eigentlich ganz gut. So, und die kommen mit den 14 Wagen tatsächlich den kompletten Berg hoch, ohne dass ich was machen muss. Ich muss natürlich ein bisschen Gas geben, ist klar. Aber ob ich den morgen fahren lasse, weiß ich noch nicht. Weil die Wagen, die sind wirklich Katastrophe. Ich weiß auch, woran es liegt. Natürlich wieder mal die Lima-Achsen. Was denkt ihr, warum ich den NBZ weggegeben habe? Genau deswegen. Wir hatten ja komplett umgerüstet. Der hat neue Drehgestelle drunter gemacht. Ah! Naja, Rolle runter. Daran seht ihr, dass der wunderbar rollt, der Zug. Das war jetzt zwar nicht geplant. Das ist halt immer, wenn die Kamera an ist. Das ist, da wollen sie dann wirklich zeigen, hier, gucke, ich kann das. Ich kann richtig euch verarschen. Ich kann euch richtig provozieren. Also es ist unfassbar. Ich habe jetzt 4-5 Runden lang getestet, da gab es keine Probleme. Und jetzt auf einmal spinnt der Wagen rum, spinnt jetzt der Lok rum. Naja, macht nichts, das ist nicht so schlimm. Das bleibt jetzt alles so, wie es ist im Video drin. Ne? Das ist jetzt ein Video der besonderen Art. Vor uns hat alles geklappt, ne? Nur mal so als Info. Gab es keine Entgleisung, keine Abkoppeln, nichts. Wenn es jetzt nochmal passiert, dann, dann verzichten wir auf die Wagen. Dann fahren sie halt bis außenrum. Ach nee, außenrum geht ja auch nicht, da kommen ja schon über die Kreuzung drüber. Na, kippt mal wieder um? Kippt mal wieder um? Nee, gut. So, aber jetzt kommen wir zu dem Problem, dass ich meinte, das ist alles kein Ding hier, es hat alles wunderbar. Alles wunderbar, keine Probleme, keine Entgleisung. Aber jetzt kommt es gleich. Jetzt werdet ihr gleich sehen, warum. Ich habe übrigens Licht vergessen anzumachen beim Handy. Fahren wir ganz, ganz langsam runter. Ganz langsam. Da liegt übrigens schon hier so ein scheiß Teil von den Wagen. Jetzt möchte ich aber ankleben, weil da vorne ist umgekippt ist dazu. So. Da, seht ihr es? Habt ihr es gerade gesehen? Hat schon eingegleist, okay? Jetzt Achtung. Ha, die springen raus. Komischerweise nur, wenn ich einen Berg runterfahre. Da,
Jetzt hat es ja noch ganz gut geklappt. Aber vorhin, ja, da konnte ich das leider nicht verhindern. Da hat sich der ganze Zug in der Kurve hingelegt. Und einer ist natürlich abgesaust, weil ich das Teil. Das Problem ist nämlich das hier. Diese blöden Achsen. Ja, diese blöden Lima-Achsen. Die müssen komplett gewechselt werden. Ich kann noch nicht mehr außenrum fahren. Das ist ja dieselbe Stelle an der Kreuzung. Da hüpfen die so derart, dass sie rausfliegen. Also das jetzt gerade hat gut geklappt, ne, Vorführeffekt. Aber vor uns hatte ich zu tun, da überhaupt irgendeinen Wagen drüber zu kriegen. Ich nehme jetzt mal einen von den Arnold, ne, um das kurz zu zeigen. Arnold, Arnold, Arnold. Ein dunkler Wagen von Arnold. Ne. Da zeige ich euch mal die anderen Achsen. Genau, da. Seht ihr das? Mit der Nase wieder scharf stellen. Die sehen ganz anders aus, die Achsen. So, dann gucken wir mal, ob der hier so springen tut. Ich glaube, der springt nicht so schlimm. Kein Kommentar, oder? Kein Kommentar. Dasselbe machen wir jetzt mal mit einem Lieberwagen. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Könnte natürlich sein, dass die Achsen nicht richtig eingestellt sind, weil die kann man nämlich verschiedene Geschwindigkeiten, die Breite einstellen. Ja gut, da habe ich halt einen, ob ich da geht. Aber wie gesagt, es ist halt sehr riskant. Ne? Und jetzt kommt der Post. Bis. So, meine Freunde, ich bin noch da. Es war wieder mal der Nachbar, der keinen Schlüssel hat. Der klingelt ständig bei mir, ob abends oder am Tag. Klingelt er ständig bei mir. Kannst du mich mal reinlassen? Kannst du mich mal reinlassen? Kannst du mich mal reinlassen? Noch einmal lass ich nicht rein. Ganz einfach. Dann soll er sich bei der Vermietung melden und den Schlüssel holen. Ich lasse ihn nicht noch mal rein, das reicht mir jetzt. Der hat schon mal nachts um 2 geklingelt, Freunde. Und wenn ich mich dann in der Arbeit habe und ich muss dann bei Zeiten raus und mich klingelt einer nachts aus dem Nest, da raste ich aus. Ich mache abends sowieso immer die Klingel jetzt aus. Wo war wir stehen geblieben? Lima-Wagen. Also, der Zug fährt einigermaßen gut, aber eben nicht perfekt. Jetzt will ich noch mal was testen. Denn ich habe ja noch gar nicht probiert, was passiert, wenn ich das Krokodil dran mache? Ja? So wie es halt ursprünglich gefahren ist, in den 70er. Machen wir das mal ab. Und dann machen wir mal das Krokodil dran. Müssen wir erstmal gucken, wie rum. Das Gleis habe ich noch nicht gereinigt, deswegen steht der Staubsaugerzug noch drauf. Das ist alles nur getestet. So, gut. Das Problem an dem Krokodil ist, es kann auch bloß in eine Richtung ordentlich fahren. In der anderen Richtung kommt es gar nicht den Berg hoch. Dein Gleis ist sofort an der Kreuzung. Wie das jetzt mit Wagen ist, kann ich euch nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, es wird dieser Wagen nicht den Berg hoch kriegen. Mit Sicherheit nicht. Na, vielleicht doch, doch. Das habe ich ja, wie gesagt, noch nicht getestet. Runter kommt es auf jeden Fall nicht wieder. Da ist dann an der Kurve Schluss. So ist es drin, ja. So, klassischer Zug mit Krokodil, so ist es gefahren. Na, das fängt ja schon gut an. Und jetzt steckt es fest. Klasse. Also kommt es nicht mal mehr über die Kreuzung drüber oder was? Alter, ist das eine Dreckslok. Müssen wir halt mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, war schon klar. Es war meine Kurvenradien nicht gedacht, das Teil. Ganz einfach. Ja. Es ist einfach zu enge. Ne? Da kann der Lok gar nicht dafür. Da seht ihr hier, ich krieg's nicht wieder rein. Da. Ihr wisst ja, dass er außenrum schon mal gefahren ist. Aber seit die Kreuzung drin ist, habe ich eine Änderung durchgeführt. Und die Änderung hat dazu geführt, dass das Ding jetzt nicht mehr hier fahren kann. Ja, schon noch aus. Da, seht ihr's? Das wird nicht. Das könnt ihr vergessen. Das Ding ist einfach nicht gedacht für die Radien. Das sehe ich auch ein. Dann ist es halt nur noch ein Anschauungsstück. Kann man nicht ändern. Oder ich verkloppe das Scheißding wieder, dann holen wir noch eine Boombox. Ne? Ganz einfach. Wer nicht will, der hat schon. Nee, das war Spaß. Die bleibt hier.
Ich kann ja nichts dafür, das sind ja meine Radien. Aber ich wollte wenigstens mal probieren, ob es den Berg hochkommt. So, bitte um die Kurve ohne zu entgleisen, danke. Vielleicht liegt das auch an der Trägestellkonstruktion, da muss ich mal gucken. So. Ist es raus? Nö, ist noch drin. Na? Na? Ist eigentlich eine starke Lok normalerweise. Dürfte eigentlich nicht rutschen. Na? Na? Gerade so. Also, kannst du also vom Berg auch vergessen. Gut, die Steigung bei mir ist ja auch wirklich nicht realistisch. Egal, vorne oder hinten. Aber jetzt ist sowieso gleich Schluss. Jetzt springt sie raus. Und dafür habe ich auch Verständnis, weil die Kurven sind ja wirklich... die sind nicht gut. Für so eine Riesenlok. Da ist Achtung. Jetzt hat es schon geschabbert. Da ist es raus. Da ist raus. Lassen wir mal rein. Aber dass die jetzt nicht mehr außen rumfahren kann, das ist immer merkwürdig. Ne, wird nicht. Ihr seht, die Kreuzung ist wirklich eine Katastrophe hier. Die muss wirklich perfekt verlegt sein. Für so eine Lok sowieso. Ja. Das ist absolut tödlich für so eine Lok. Ne, das wird nicht. Kommt ja nicht mehr über die Kreuzung drüber. Da muss ich nochmal nacharbeiten. Hier, das seht ihr auch da. Bop. Oder raus. Da. Alter, diese Kreuzung ist belastend. Ja, das ist, ich verstehe es nicht. Das hat vor uns alles geklappt. Das ist die Kreuzung. Ach, komm, vergiss es, Alter. Nicht, dass ich noch einmal das Gestänge kaputt mache von dem Wagen. Wir machen das jetzt anders. Warte mal. Bleibt mal hier stehen. Danke. Dann muss ich mal gucken hier. Lass das alles jetzt laufen. Jetzt kriegst du das hier alles mit. Ne, die schaltet ordentlich da. Ja. In der Kreuzung liegt das nicht. Und Schmutz ist auch gerne drin. Ihr seht, ich habe die komplett gereinigt. Sind die Wagen. Definitiv. Sind die Wagen. Also wenn ich den anderen Zug drüber fahren lassen kann, ihr wisst ja hier den Bald Orient Express, wie schön der drüber gefahren ist, ihr habt es vorhin gerade gesehen, gab es keine Probleme mit den Dingern hier, kannst du vergessen, ist das nicht möglich. Okay. Ja, schauen wir doch. Ah, fickt euch doch. Entschuldigung. Also die Wagen sind nicht für meine Kreuzung gedacht. Und das bedeutet, da muss ich mir etwas einfallen lassen mit der Kreuzung hier. Ist halt nicht zu ändern. Ich baue die jetzt nicht wieder aus, die Kreuzung. Ne? Und deswegen muss das halt so bleiben. Alle anderen Züge kommen doch drüber. Ne? Guckt euch das an, der siebenteilige Orient Express. Kein Problem. Läuft tadellos. Andere Wagen laufen tadellos. Ihr habt es gesehen, der Schweizer Zug hoch und runter. Keine Probleme. Selbst die winzigen Räderchen vom Kato Glacier Express, habt ihr gesehen, ist der einmal entgleist, ist da irgendwo ein Wagen abgekoppelt, nichts, der ist wunderbar über die Kreuzung gekommen, es liegt ein Wagen. Definitiv, und das ist dasselbe wie mit diesem blöden NPZ. Genau das gleiche. Ja, und bei Dialog, da habe ich ja Verständnis dafür, das ist halt, ja, kein Kommentar. Die Radien für meine Anlage, ist die nicht geeignet. Und tschüss. So. Ja, gut. Das habe ich lange genug getestet und euch gezeigt. Das sind zwei Züge von denen, wo ich das gerade ausprobiert habe. Ich wollte noch ein paar mehr fahren lassen morgen. Ja. Ich reinige jetzt noch das eine Gleis, bevor es zu spät wird und unser Freund da oben anfängt zu kloppen. Hier nochmal die Pakete.
Könnt ihr schon drauf fast machen, gefasst machen darauf, es wird interessant. Nicht nur Vintage Audio, ja? Auch anderes Material. Und wie gesagt, der Steuerwagen ist auf jeden Fall dabei. Der hat aber einen Funktionsdecoder, den muss ich entweder rausruppen oder lasse den Wagen einfach so fahren. Man muss erstmal gucken, wie er fährt, ne? Wenn er natürlich extrem schleift oder extrem bremst, da muss ich mir was einfallen lassen. Das ist dann ein bisschen blöd. Das war ja bei dem Interregio-Steuerwagen genauso. Da musste ich erst einmal nacharbeiten, dass der wieder ordentlich geschoben werden kann, weil der hat den ganzen Zug rausgedrückt aus dem Gleis, weil der so schwer gelaufen ist. Ja, und wie gesagt, das ist ja mit dem Kieszug. Ich baue den jetzt wieder ab. Ihr seht, er läuft nicht hier. Und ich habe keinen Bock, morgen ständig hier aufzupassen wegen der Kreuzung. Dann lieber baue ich nochmal den Kohlezug auf. Ja, den da. Der lief ja auch sehr gut. Oder eben den roten. Aber der hier, vergesst es. Da muss ich erstmal was einfallen lassen mit den Achsen. Und es sind nur 4 Wagen bis jetzt umgerüstet. Oder besser gesagt, die haben die 9 Achsen drin, und zwar die von Arnold. Und die anderen brauchen dann halt solche Arnold-Achsen. So sieht's aus. Gut, da werde ich jetzt weiter reinigen. Und da wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstag, Abend, Nachmittag, je nachdem, wann das hier hochgeladen ist. Wie gesagt, da ist das unverändert drin. Alles. Mein Geschimpfer, alles. Damit ihr mal seht, wie das ist, wenn ich versuche, was zu testen und dann klappt's nicht. So ist das nun mal. Alles klar, Freunde. Dann bis zum Livestream. Morgen um 12 Uhr. Schaltet ein.